Der Rammstein-Skandal weitet sich aus. Demnach wird nicht nur Lindemann beschuldigt, Frauen missbraucht zu haben, sondern auch ein weiteres Bandmitglied. Außerdem soll das Casting-System viel größer gewesen sein als bisher angenommen. Schwere Vorwürfe gegen ein weiteres Mitglied der Band Rammstein werden laut. Auch die Anschuldigungen und das mutmaßliche Casting-System, mit dem junge Frauen an Sänger Till Lindemann herangeführt worden sein sollen, immer größere Ausmaße annehmen. In Interviews mit der Süddeutschen Zeitung und dem Norddeutschen Rundfunk erheben zwei Frauen schwere Vorwürfe gegen Keyboarder Christian Flake Lorenz. Eine heute 37-jährige Frau berichtet, dass Lorenz im Dezember 2002 sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen habe, als sie damals 17 Jahre alt war. Die Frau erklärt, dass sie zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisiert war. Sie habe Lorenz nach einer Signierstunde von Till Lindemann, dem sie als großer Fan folgte, in einer Berliner Bar kennengelernt. Später habe er sie in sein Haus vor den Toren der Hauptstadt eingeladen, wo es Wodka und Bier gab. Plötzlich habe sie sich seltsam gefühlt. Sie sei nur mit Mühe in ein angebotenes Bett gelangt. Lorenz habe sich neben sie gelegt und sie für sexuelle Handlungen benutzt. Die Frau beteuert ihre Schilderung unter Eid, ebenso wie zahlreiche Zeugen, denen sie in den vergangenen Jahren Ähnliches berichtet habe. Lorenz dementiert die Vorwürfe über seinen Anwalt. Till Lindemanns Anwalt gibt an, dass eine Berichterstattung zu diesem Thema rechtswidrig sei. Bereits Anfang Juni wurden von der Süddeutschen Zeitung und dem NDR das mutmaßliche Casting-System und die Schilderungen zweier Frauen veröffentlicht, die sexuelle Übergriffe durch Lindemann beschrieben. Eine weitere Frau berichtet nun, wie sie 1996 nach einem Rammstein-Konzert in Gera von Lorenz zu einer Poolparty im Hotel eingeladen wurde. Dort feierte sie mit Lorenz, Lindemann und einem anderen Bandmitglied sowie weiteren Personen. Später wachte sie nackt und mit starken Schmerzen im Unterleib auf, obwohl sie nach eigenen Angaben nicht viel Alkohol getrunken hatte. Christian Flake Lorenz habe ebenfalls in diesem Zimmer geschlafen. Ihr Unterleib schmerzte noch viele Tage danach. Sie kann nicht genau sagen, was in jener Nacht passiert ist oder wer für die Schmerzen verantwortlich ist. Lorenz und das andere Bandmitglied dementieren die Vorwürfe über ihren Anwalt und beteuern, dass sich nichts von dem Geschilderten ereignet habe. Sie geben an, keine sexuellen Handlungen an bewusstlosen Frauen vorgenommen zu haben. Der Anwalt von Lindemann weist die Vorwürfe zurück. Bisher handelt es sich bei den Schilderungen um nicht bewiesene Verdachtsmomente. Nach den Recherchen waren zudem mehr Personen in das Anwerben junger Frauen für Aftershow-Partys und exklusive Treffen mit Lindemann involviert, als bisher angenommen. Das geht aus Chatverläufen von Frauen mit Tourbegleitern hervor. Außer Castingdirektorin Alena M. sollen auch eine Bekannte von Alena M., Lindemanns ehemaliger Bodyguard, ein Manager des Sängers sowie einer seiner Geschäftspartner junge Frauen zugeführt haben. Sie reagierten auf Anfrage von SZ und NDR nicht oder wollen Fragen zu Till Lindemann nicht beantworten. Nur die Bekannte von Alena M. sagte, sie habe nie etwas von Übergriffen mitbekommen. Erlebt habe sie nur Dankbarkeit und Glück. Bleibt abzuwarten, was für Details noch ans Licht kommen.